Ja, herzlich willkommen zu Laberstall, unserem Laber-Podcast mit Wein. Neben mir ist er eigentlich gar nicht, ist er zugeschaltet. Ist ja Corona-Krise, ist der Matthias. Hallo. Ja, aus der häuslichen Isolation meldet sich Matthias, hallo, und auf Ja. der anderen häuslichen Isolation ist der Gregor. Genau. Einmal Blub. Ich habe einen Blub-Generator mir gebaut. Der Das ist. musst du kurz erklären. Das sieht eigentlich aus wie so eine. Ja, Glühbirne, und da steckt ein Korken drin. Und wenn ich daran ziehe, kann man wunderbar Sehr Geräusche machen, wie man authentisch. hier die Weinflasche entkorkt. Was Das. ja bei unseren alten Weinen, die wir hier haben, in der Regel nicht mehr so schön blub macht, wenn es überhaupt noch blub macht. Meistens krümelt es ja eher. Ja, das ist natürlich die gute alte manuelle Methode, während sich andere Leute Sachen auf die sogenannte Cardwall legen, also Sachen, wo man Sounds einfach drücken kann auf dem Bildschirm, Die haben wir hier auch, aber der Rechner wird ist das hier komplett noch aus. hausproduziert. Ja, ich dachte. Ja, weil Laberstall, da ist eine gute Überleitung, der Rechner ist aus, das heißt, wir haben kein Konzept eigentlich. Also Ja. es gibt kein Skript und es gibt auch keine Regelmäßigkeit in diesem Podcast. Das haben wir ganz bewusst so festgelegt, dass wir gesagt haben, hier Laberstall ist ein Podcast, wo über Wein geredet wird, aber auch andere Themen. Wir haben in den letzten, beziehungsweise die letzte Folge war ja auch die erste Folge, Ja. haben wir verschiedene Weinsorten und noch Liköre durchprobiert. Hat gepasst, weil das war die Prototypenfolge, da waren wir in der Küche vom Gregor. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt heute voneinander entfernt und wir haben einen Wein uns für heute ausprobiert und das muss dann auch erstmal reichen. Es ist ja Ja. auch noch Ich sag mal, was zumindest zum Zeitpunkt wir. der Aufzeichnung mitten am Tag. Ja, ich sag mal, was wir während der letzten Sendung als Konzept für diese Sendung festgelegt haben. Und zwar hat meine Schwiegermutter mir diverse Flaschen alten Wein geschenkt, den sie beim Aufräumen gefunden hat. Sie meinte, Der schmeckt muss nicht jetzt mehr. weg. Ja, sie meinte, schmeckt nicht mehr. Wenn du willst, kannst du ihn haben. Ne? Jetzt haben wir ihn und jetzt testen wir eigentlich in diesem Podcast, wie genießbar der ist. Wir hatten in der ersten und ja bisher auch einzigen Sendung, die online ist, den Ockenheimer Laberstall probiert und haben dann auch mal kurzerhand gesagt, Laberstall, ja, so können wir diesen Podcast hier nennen. Ist tatsächlich aus einer kurzen Eingebung in der Sendung, also das war jetzt nicht vorher Ja, wir haben konzipiert. Wir Anfang. haben gedacht, wir machen einen Podcast, wo nur gebabbelt wird. Und dann war das irgendwie so, ja, wir labern hier ja eh nur rum. Ach so, Laberstall. Und dann kam das dem Gregor so wie so ein Blitz ins Gehirn. Kann man ja machen. Also wenn man sich die erste Folge anhört, heißt es am Anfang auch noch, wir haben noch gar keinen Namen und irgendwann war der Name dann da. Ja, heute haben wir auch vom gleichen Winzer, der Philipp Eckert aus Gau-Algesheim, der lebt zwar noch, aber der macht keinen Wein mehr. Der Mann, haben wir heute von dem eine Kärntner Spätlese aus dem Gau-Algesheimer Goldberg. Also Jahrgang Rheinhessen. 1993. Ja, letztes Mal hatten wir Das muss man sich auch mal 92. vorstellen. Das ist, ich glaube, ich habe nicht mehr genau im Kopf, 92 oder 93 wurde ich eingeschult. Tja, Das ist schon, ich bin da warst du noch im 97. Kindergarten, ne? Nee, noch nicht mal. Ich bin 91 Ach geboren. so, Und 91, wie ich erste liebe damals in Güte, bist du Kindergarten jung. bin, da gab es ja auch noch die Voraussetzung, dass man trocken ist. Und frühestens mit 3 Jahren. Und ich war irgendwie so 6 Wochen. Trockener Wein, genau. Genau. Trockener Wein. Dann, bevor das Kind in den Kindergarten geht, muss es trockenen Wein trinken. Nein, Spaß. Also 6 Wochen, bevor ich in den Kindergarten war, war ich dann auch trocken. Und ja, dann, ja, heute ist das ja alles ganz anders. Da wird den Kindern überhaupt kein Druck mehr gemacht. Da kannst du mit 2 Jahren, teilweise mit 1 Jahr schon irgendwo in den Kindergarten gehen. Auch eher zum Teil ziemlich fragwürdig. Aber gut, das war halt früher anders. Das Das war ist dann halt in so. Berlin so, wir machen dir keinen Druck, kannst du in die Hose pullern, wa? Ja, da hieß Machen auch wir dir keinen Druck. Nachmittagsbetreuung, hieß da noch, dass du mittags trotzdem heim musstest. Mal für 1, 2 Stunden und dann konntest du nachmittags nochmal kommen. Also das war ja damals alles noch so ganz, ganz anders. Also ich war damals sowieso nur halbtags im Kindergarten. Ich weiß gar nicht, ob die damals schon ein Ganztagskonzept hatten. Also ich war meistens auch nur halbtags, aber es gab Tage, da war ich dann auch mal ganztags da, aber da musste ich dann irgendwie mittags heim. Die haben da quasi Mittagspause zugehabt. Aber mein Kindergarten, den gibt's noch. Der ist fast 1:1 erhalten. Das Außengelände wurde ein bisschen modernisiert, aber ansonsten ist es, die Gebäude an sich stehen noch ganz genauso. Ja, meinen gibt's auch noch und. Während meine Grundschule abgerissen wurde. Meine Grundschule wurde zwar neu gebaut, aber in extrem verkleinerter Form. Oh. Und auf dem ehemaligen sehr, sehr großen Schulhof stehen jetzt jede Menge Mehrfamilien- oder auch Einfamilienhäuser, wo ich dann vorbeilaufe und denke, ihr Säcke, ihr habt auf meinem Schulhof gebaut, wie könnt ihr es euch wagen?
Ja, da ist natürlich, das ist schwer, die Erinnerung da zu finden. Ja, mein Kindergarten, den gibt's auch noch. Die haben auch nur eigentlich nur das Außengelände mal umgestaltet. Und heute geht mein Sohn sogar in den Kindergarten. Was bei der Anmeldung lustig war. Ach Gregor, schön, dass du da bist. Quasi, ne? Erstmal gleich per Du. Und ja, man ist da gut Moment, haben dich da reingerutscht. tatsächlich Leute Ja, wiedererkannt oder da was? waren noch so Das die gibt's doch nicht. Grundbesetzung von früher, die war noch da. Die habe ich ja auch Das gibt's ja nicht, weil die wiedererkannt. schleusen ja hunderte Kinder den ganzen Jahren da durch die Gegend, dass Der die ist den auch nicht so Einzelnen noch groß. wiedererkennen. Ja, die meinten, das Das ist ist ja jetzt gar nicht mal krass. so selten. Also der Kindergarten, der wurde, wie ich reinkam, war der. Ich war quasi das erste, eins der ersten neuen Kinder. Der wurde abgerissen, neu gebaut und ich war quasi Ah. die Einweihungstruppe damals. Guck an. Und naja, vielleicht erinnert man sich daran noch mal besonders oder weil ich vielleicht so schlimm war, dass man nach den der geht nie aus der Erinnerung so nach dem Motto. So ein Terrorkind. Ja, so ein schlimmes, wollen wir jetzt einfach mal dahingestellt lassen. Auf jeden Fall haben sie sich daran erinnert und meinten, ja, es sind mittlerweile einige, die früher hier waren, die jetzt ihre eigenen Kinder hierher bringen. Und das ist dann doch auch noch schön, vor allem wenn man die Erzieher von damals noch kennt. Das ist ja ein Ding. Also das ist ja, wie ist denn das, als du damals das erste Mal wieder reingekommen bist, hast du die Räumlichkeiten auch erkannt und Ja, wusstest du, wo du früher warst? ich bin gleich rumgegangen. Ach, das gibt's noch und hier und da war ich und hier war mein Kleiderhaken und hier waren die mini kleinen Klos und die Waschbecken weiß ich auch noch genau, wie die aussahen und Spielzeug erstmal geguckt. Es ist noch Ha, sehr klasse. viel ähnlich wie früher. Wie gesagt, nur der Außenbereich ist eigentlich neu gemacht worden. Wobei da auch Teile noch alt sind, wo ich wusste, ah ja, da habe ich früher immer gespielt. Und ich weiß noch, wie ich als Kind wir hatten so eine Wasserbahn und mit Ja. so mechanischen Pumpen und ich habe da irgendwie Sand Das ist herrlich, reingeschaufelt ja. und mir wurde dann gesagt, du hast jetzt ein Jahr lang Wasserbahnverbot. Zu dem Mm, Zeitpunkt war okay. ich aber eh nur noch ein halbes Jahr da und dann war jetzt so eine meiner ersten Fragen, habe ich eigentlich noch Wasserbahnverbot? Sag bloß, das hat sich noch einer erinnern können an diese Maßnahme. Sie konnten sich noch dran erinnern und das Ach Wasserbahnverbot ist nee. aufgehoben. Ich darf Ah, wieder. das ist gut. Sehr schön. Ja, dann wird es mal wieder Zeit, ein bisschen Sand reinzutun. Mal wieder ein bisschen Sand in die Pumpen, bis sie wieder kaputt sind. Dann habe ich wieder ein Jahr Wasserbahnverbot. Aber da der Richtig, Kleine noch zwei richtig. Jahre dahin gehen wird, kann man das noch aussitzen. Tja. Ja, aber hat ja eh gerade zu in Zeiten von Corona. Genau, Also ja, eben, Podcasts werden das ja auch in ist. 500 Jahren noch gehört. Gerade geht ein neuer Virus rum. Corona heißt da. Und alles hat zu, um hier das Gesundheitssystem ein bisschen zu entlasten. Ja, Ja. und der nächste Eskalationsstufe wären dann Ausgangsverbote, Die wie es sie vielleicht zum heute Beispiel noch kommen. Oder in eine. Bayern schon gibt, In ja. Bayern gibt sie schon, ja. Es sind aber keine Verbote, es sind nur Beschränkungen. Verbote sind ja nicht so ganz im Grundgesetz vereinbar, aber Beschränkungen schon und die drohen heute auch in Hessen zu kommen. Vielleicht ja noch, während wir hier aufnehmen. Kann ja zwischendrin mal nachschauen. Ja, wir schreiben, also das kann man ja mal sagen, den 22. März 2020. Ja. Wie gesagt, der schlimmste Punkt ist noch nicht erreicht, sagt man. Und ja, es steht alles still, aber das ist, Es ist ja, sehr man muss da merkwürdig. Die irgendwie Autobahnen jetzt sind leer. durch. Und Ja. wir haben ja beide sogenannte systemrelevante Berufe. Wir dürfen dann auch bei Ausgangssperre noch raus. Ich glaube, wir können ruhig sagen, dass wir beide Lokführer sind. Und fahren die Züge da durch die Ja. Gegend, was natürlich auch nichts bringt, wenn keine Fahrgäste mehr da Ja, sind. ich habe die Tage einen Schüler. Das war eigentlich so ein Schülerzug. Der war leer. Ich habe es nachher Leerfahrt mit Halt genannt. Also. Das ist Tja. schon irgendwie merkwürdig. Wo ich mich dann aber auch frage, ja, das sollte man doch dann auch mal langsam reduzieren. Wozu brauche ich einen Schülerzug, wenn die Schulen eh zu haben? Also ich glaube nicht, dass die Schulbusse fahren. Tja, muss man mal gucken, was da noch passiert. Ja. Allerdings, ich finde das eigentlich für unseren Beruf eher unpassend zu sagen, systemrelevant, sondern man muss eigentlich eher sagen, Ärzte, Pfleger und so, da geht natürlich jetzt hier an dieser Stelle auch mal ein ganz dickes Dankeschön raus. Ja. Die sind richtig wichtig, die sind gefragt und die haben den Stress ihres Lebens, nachdem sie sowieso schon öfter mal 24 Stunden Schichten machen und das ist wirklich systemrelevant. Ein Zugverkehr, ja, dann kommt man halt mal nicht von A nach B, aber da stirbt keiner. Der Und Güterverkehr das ist da viel ist, wichtiger. Dass Waren ja, noch der, ankommen, dass es noch mal Klopapier gibt oder so. das ist, ja, und dann hat man auch die Problematik, was ich gehört habe, dass die Lkw-Fahrer natürlich auch aus den Ostblockländern kommen teilweise und sagen, ich habe jetzt hier Angst, in Deutschland Aufträge zu fahren, Oder gar nicht weil wenn die Grenzen reinkomme. zu,
zu sind, komme ich nicht mehr nach die Heimat zurück, ja. Ja. Also das sind Problemkaskaden, die sich hier bilden und Kettenreaktionen. Und steht ja dieses Ja. Jahr auch eine Erdbeer- und Spargelkrise bevor, denn die Erntehelfer kommen gar nicht rein. Da habe ich jetzt mal was von einem Landwirt gehört, der sagt, ja, wenn die nicht kommen, dann pflügt nämlich den Trecker, pflügt den Acker um, dann gibt's dieses Jahr keinen Spargel. Und ich habe auf einem Nachrichtensender ein Interview gesehen mit einem Berliner Spargelbauer, der richtig tonnenweise das Zeug erntet. Der hat richtig riesige industrielle Maschinen, die jetzt noch komplett brach liegen und bereit zur Produktion sind. Aber er hat auch gesagt, das wird jetzt extrem schwierig. Die Ja. Investitionen im fünfstelligen Bereich, die er gemacht hat, drohen zu zerplatzen. Ja, es Ganz sind ja üble überhaupt sehr Geschichte. viele auch Betriebe vor der Krise. Also, wir haben hier so ein Gasthaus, die haben noch nie geliefert. Die haben ein Hotel und eine Gaststätte. Auf einmal liefern die. Das ist die einzige Möglichkeit, dass sie überhaupt noch Geld verdienen können. Dass sie überleben können. Ja, es Ja. geht für die Wirtschaft, für die kleinen Wirtschaftsbetriebe geht es hier ums Überleben. Das sind die Nachfolgen, wo sich eigentlich erstmal bei so einer Krise keine Gedanken gemacht. Aber logisch, damit die Leute nicht angesteckt werden, müssen die öffentlichen Betriebe zugemacht werden. Die verdienen kein Geld und zack hat man das Desaster. Ja. Die sagen dann auch, diese wirtschaftlichen Folgen können noch 20 Jahre anhalten. Ja, die Folgen Die davon. Folgen, ja. Wenn eine Also Firma erstmal quasi kurz vor der Pleite es ist, bis das drohen wieder ganze aufgeholt ist. Betriebe. Ja, es bedrohen ganze Betriebe zu schließen, die sich schon ewig halten und die dann einfach eben mal plötzlich weg sind, ja. Ja, gerade so kleine Also, Handwerksbetriebe auch. ja, wobei das Handwerk hat ja eigentlich erstmal, gut, klar kriegt man da vielleicht weniger Naja, Aufträge, ein aber das ist ja Friseur jetzt, ja, ist ein das, aber ein Hand, ich Friseur dachte ist jetzt eher zum nicht. Beispiel Dachdeckerbetrieb, die dürften ja zum Beispiel wahrscheinlich zum Beispiel noch weiterarbeiten, Da, vielleicht. ja, das dürfte erstmal noch gehen. Die sind ja auch jetzt nicht so viele auf einmal, aber ein Friseur ist ja auch Handwerk. Und ein Ja, Friseurladen ist jetzt richtig. nicht unbedingt zum Überleben wichtig. Dann hat man halt mal ein paar Wochen längere Haare. Notfalls muss man halt mal selber ran. Ja, Oder Partner. ich werde mich Montag mal ins Einkaufszentrum begeben. Meine Haare sind ganz dringend fällig. Mal gucken, ob das da noch funktioniert. Der Wischmob in der Krise. Ich war gestern in einem Einkaufszentrum. Ich kenne nämlich die Filialleiterin einer Optikerkette. Und ich hatte da noch eine Brille bestellt und die rief an, ja, sie ist gerade fertig geworden. Wenn du sie in den nächsten Stunden noch holst, wäre gut, weil die machen mir mal den Laden zu. Naja, wir dahin, Brille geholt auf dem letzten Drücker. Und was ein Rieseneinkaufszentrum. Ich glaube, 110 Läden sind da drin. Und du guckst da so durch und 70% davon sind zu. Das waren eigentlich Tja. alles nur so kleine Restaurants oder was sich halt Restaurant nennt, was so im Einkaufszentrum ist. Ein Supermarkt, der da war, so ein kleiner Metzger, der war noch offen. Und ja, der Optiker war, wie gesagt, gerade am Zumachen. Das war schon komisch. Und dann galt ja schon die Beschränkung, dass man sich nur noch mit maximal 5 Personen treffen kann. Wir stehen da so und quatschen noch ein bisschen mit meiner Bekannten. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Möglicherweise hört sie diesen Podcast. Und dann kamen so 8 oder 9 Polizisten auf einmal rein. Dachte ich, aha, wir dürfen nur maximal 5 sein. Und ihr werdet dann nicht krank oder so, ne? Ja, das weiß ich. Die werden sich da vielleicht schon mal aufteilen und dann sagen, okay, das ist jetzt eine Dreiergruppe, die sich dann Ja. aber mal im Einkaufszentrum begegnet und so. Ich meine, Andererseits da müssen sie muss ja man auch stärker alles. sein wie eine über 5 Personengruppe. Ja, schon im Zweifel. Also bei mir in der Stadt zum Beispiel wurden schon einzig, also die haben das Aufenthaltsverbote genannt. Das sind teilweise jetzt hier der sogenannte, ja, das ist so ein Naherholungsgebiet mit so einem kleinen Fluss. Da kann man langlaufen. Und da ist dann auch, sage ich mal, wollen die verhindern, dass man sich da ein Grüppchen Na aufhält. klar. Also ich sage, ich weiß nicht, was die damit genau meinen mit Aufenthaltsverbot. Darf ich da jetzt noch dran vorbeispazieren oder darf ich mich da als Einzelperson hinsetzen? Weil das Du darfst ist. dich nicht treffen mit den Leuten. Wenn du da nur Ja. vorbeigehst, da hätten sie ja den ganzen Supermarkt oder sowas zumachen müssen. Weil Aber die da haben triffst dann du dich vier, ja fünf nicht. Orte. Aber Die im haben vier, fünf Park. Orte haben die genannt und haben gesagt, da darf jetzt erstmal keiner sich länger auf oder mit vielen Leuten aufhalten, weil ja, Na, ich das sag ist dann mal, ein natürlich in Park, so der einer. ist ja dafür gedacht, dass du dich da ein bisschen aufhältst zum Erholen. Richtig, Und wenn du ja. dann dich da triffst, also wir haben hier einen Fußballplatz, da waren die vorgestern noch 2 Mannschaften gegeneinander am Spielen, wo ich mich dann auch so frage, ja, ist jetzt irgendwie nicht so ganz das Wahre.
Dann hat aber der Vereinsvorstand Mist gebaut, weil Ja. es sind ja alle Vereinsaktivitäten verboten worden. Ja. Das ist ja auch gefährlich für den Vereinsvorstand, weil er sich da angreifbar macht. Naja, das ist eigentlich einfach. Nebendran der Tja. Supermarkt und da war dann ja, du darfst nur rein, wenn du einen Einkaufswagen hast. Die Einkaufswagen wurden von vornherein reduziert auf eine Maximalanzahl von, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube 35. Und Ja. wenn keine Wagen mehr da sind, ist der Laden quasi voll und du musst warten, bis Das ist welche gut, dann brauchen rauskommen. die gar nicht erst zählen sozusagen. Das ist eine gute Idee, weil Und es sonst saß müssten noch. sie ja jemanden Ja, und es saß noch mit einer am einem. Eingang, der hat dann geguckt, ob du nicht ohne rein bist. Ja, richtig, es ist eine gute Idee, weil sonst müsstest du ja einen mit einem Klicker hinstellen, der Ja. ständig guckt, wie viele Leute sind drin, wie viele sind gerade rausgegangen. Gar nicht schlecht, die Idee. Ich finde das nämlich auch gut, dass die jetzt teilweise bei der Edeka-Kette haben sie gesagt, wir machen Einlasskontrollen Ja, das war ein und Edeka. wir setzen noch Leute hin in den kritischen Bereichen, wo die Vollidioten hamstern, ja. Ein Ja. Gruß geht raus an diese ganzen Arschlöcher, wir können das mal Ja. unzensiert sagen, die hier denken, Klopapier rettet die Welt. Weil ich habe da nämlich einen schönen Spruch heute auch bei einem Nachrichtensender gehört von so einem Typ, der interviewt wurde und der hat dann gesagt, was ist eigentlich los mit euch? Einer niest und 50 scheißen sich in die Hose oder warum macht ihr das? Ja. Ja, das ist ein treffender Spruch, ja, wo ich denke, was soll das? Was ich Und von jetzt ist, wie gesagt, in den kritischen Bereichen von dem Supermarkt steht dann einer, der aufpasst, dass auch nicht zu viel in den Laden, in den Wagen geladen wird. Und das finde Ja. ich richtig, richtig gut, dass das endlich mal gebremst wird, weil da kann derjenige nämlich nur noch tricksen, indem er täglich eine Packung im Supermarkt kauft. Und wie gesagt, die arme Oma oder der ganz normale Bürger bekommt auch mal seine eine Packung, die er sowieso nur kaufen wollte. Ich Ja. kaufe seit Jahren nur eine Packung Klopapier. Was habt ihr denn alle, ihr Spinner? Tja, also ich Ja? hamster kein Also da kann man Klopapier, ja aber nur wir mal haben immer so einen so kleinen ein. Grundvorrat hier, aber wir sind auch zu dritt. Ne, da hast du Ja. halt einen Grundvorrat an Klopapier im Haus, aber ich glaube, es sind drei Packungen, was man im Klo noch im Keller, im Klo oben. Jetzt willst du ja auch nicht die eine Packung immer aufteilen, ne? Also wir kämen im Zweifel jetzt mal ein paar Wochen hin mit dem, was wir eh als Grundvorrat da haben, bis der Handel wieder normal Klopapier anbietet. Von daher Angst Tja. habe ich nur nicht, dass mir, wobei selbst dann, ne, gibt ja auch noch Wasser oder Also zum Taschentücher, Zeitpunkt unserer. notfalls. Ja, also es gibt angeblich, da weiß ich aber nicht, ob das Satire war, dass da hat einer geschrieben, dass ich glaube, das war so ein Status irgendwo im WhatsApp oder so. Bin im Baumarkt, es bilden sich Schlangen an der BD-Abteilung oder die BD-Abteilung wird mir gehamstert. Die BDs werden gehamstert. Ja, Aber warum nicht? das glaube ich, das, nee, ich glaube, das ist Satire, weil im Prinzip du brauchst ja einen Hausanschluss dafür mit Wasser nochmal entsprechend. Du musst ja richtig Ja, das baust du was, mal nicht eben ein, das ja. ganze Bad auf, eben, das ganze Bad aufkloppen, bis du sowas hast. Das heißt, das ist nicht mal eben in 5 Minuten installiert. Glaube nicht, dass das da dann gehamstert wird. Ja, es ist ein Wobei die bisschen. Leute haben viel Zeit. Das heißt, Bauprojekte können sie jetzt umsetzen, Ja. weil sie entsprechend in Social Distancing sind. Und es wurde der Frankfurter Wertstoffhof wurde schon geschlossen, Nicht nur weil der. tatsächlich die gesagt haben, wir haben hier zu viele Leute, die jetzt anscheinend auf die Idee gekommen sind, zu Hause mal auszumisten. Und dann Ja. wurden, die haben die gesagt, jetzt versammeln sich die ganzen Leute hier auf dem Wertstoffhof, ist auch nicht Sinn der Sache. Nee. Und jetzt werden da nur noch Gartenabfälle angenommen. Also ich war auch im Baumarkt noch und habe nochmal einen Eimer Farbe gekauft und dachte so, ja, könnte man eigentlich hier demnächst mal die Fenster streichen. Ne, was man halt dann mal so macht, wenn man mal länger daheim ist. Also noch gehe ich ganz normal arbeiten. Wer weiß, wie lange das noch geht oder ich noch darf, wissen wir ja alle nicht. Du machst die Flasche auf. Ich glaube, das machen wir auch. Wir können ja mal einen Wein Ah, ich aufmachen. wollte dich gerade raten lassen. Was Also, ist das für ein Geräusch? ja, ich mache Ja, jetzt hier. ich drehe den ganz frech mal in die Flasche schon mal. Der Mal Korken bei gucken, mir sieht ob's zumindest noch ploppt. normal aus. Ansonsten habe ich ja meinen Blubgenerator. Oh, toll. Und der obere Teil des Korkens ist abgerissen. Ja. Ich habe hier Ich den nehme mal. ersten Drittel des Korkens in der Hand. Ja, das Und der sieht. ist gerade gebrochen. Dann wollen wir mal gucken, ob meiner besser Jetzt rausgeht. Frage an die Weinkenner da draußen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass schon der Korken porös ist? Also ich sage mal, der Korken riecht, aber er riecht eigentlich angenehm. Also er riecht nicht verschimmelt oder vergammelt. Weil heute ist die Problematik, wir haben letztes Mal, haben wir Weine probiert, wo wir dann auch wegkippen mussten. Ja. Und heute, wir haben jetzt nur einen zum Probieren. Ich habe einen mitbekommen vom Gregor. So, Achtung. Und wenn der jetzt fies ist, dann war es das schon. Achtung, ich versuche zu ziehen. Oh. Ach, was für ein schönes Geräusch. Da hatte ich jetzt mehr Glück. Ich mach's auch noch mal. Ich habe jetzt neu reingedreht. Mal gucken. Ja. Ach, ja, aber er kommt, er kommt.
Oh, die klang ja noch schöner. Also die Unterseite des Korkens sieht aus, als hätten sich da Salzkristalle Ja, das sieht abgesetzt. bei mir aus, ja. Ich nehme den ja auch immer drücken verkehrt rum wieder rein zum Zumachen. So, geschehen. So, wollen wir mal was eingießen? Ich mach's hier am Mikrofon. Oh, eine schöne Auch eine goldene schöne Farbe. goldene Farbe. Ja. Guck mal, zwei Deppen, ein Ja, Gedanke. ist ja der gleiche Wein. Das waren zum Glück welche, da hat die Schwiegermutter zwei Flaschen reingepackt. Die gehen aber Och, bald der aus, Wein die Weine, die ist. wir Aber da sind doppelt haben. Schwebstoffe drin hier bei mir, so Echt? leicht. Bei mir nicht? Ja. Also meiner sieht aus, als wäre der jetzt, ja, zwar gut Aber gereift, aber ansonsten ist er nicht. sehr fotogen, also das sieht sehr gut aus, wie er so. Der riecht auch tendenziell schon mal besser, wie das, was wir letztes Mal so hatten. Dann würde ich sagen, lass uns probieren. Ja, Prost. Wie stoßen wir jetzt an? Mit 80 Kilometer Entfernung dazwischen. Tja, wir brauchen einen Pling-Generator. Warte mal, ich nehme mal hier Moment. so einen Kuli. So, ich habe jetzt das Glas einfach gegen die Flasche gehauen. Und ich Oh, tippe jetzt mit dem der ist noch Kuli so gut. an. So. Also der ist noch nicht schlecht. Der ist gut. Och. Also er ist aber jetzt nicht so lieblich, wie man das schon mal gewöhnt ist. Ja, vielleicht geht das ein bisschen weg, aber der soll auf Also wir jeden müssen Fall. dazu sagen, wir sind ja Banausen, wir mögen hier nur lieblichen Wein, wobei man sagen kann, wir trinken ja immerhin Wein, also, Ich aber trinke wir auch beide mal einen mögen halt anderen, keinen halt ja. trockenen oder, also ich nicht, also Ich lese mal ein ich kann bisschen das dann was. nicht mehr genießen. Ja. Der Wein hat auch einen Preis bekommen, und zwar die Bronze Kammerpreismünze Wein- und Sektprämierung 1996 der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Und ja, wie gesagt, Weinbau Philipp Eckert aus Gau Algesheim. Wie gesagt, Eckart. er lebt noch, aber macht keine Weine mehr. Und ja, das ist eine Kärner Spätlese. Also Kärner ist ja eh eine süßere Sorte, wobei die nicht so pappsüß sind. Und ja, die Lage ist der Gau Algesheimer Goldberg, Jahrgang 93. Daher auch die goldene Farbe. Vom Goldberg, genau. Jetzt haben wir hier keinen Tusch, aber blub können wir machen. Tufte. Ach, hier auf dem Korken steht ja auch noch was drauf. Weinbau Philipp Eckert, Gau Algesheim. Noch ohne Internetseite, so wie das damals immer war. Heute hast du ja noch nicht mal. Ja, Da steht noch eine Adresse drauf. 27, ja. 27 Jahre, das muss man sich mal bewusst werden, ja. 27 Ja. Jahre Wein, 27 Jahre war dieser Korken da drin und wir machen den einfach mal so in dem Podcast, töten wir Damals wusste diesen man noch nicht Korken. mal, was ein Podcast ist. Wo, Aber das ist wobei das schon. auch heute noch nicht viele wissen. Ja. Aber das kann das sein, dass das wirklich Salz ist? Das ist Nein, das jetzt mal das nennt sich angefasst? Nee. Weinstein. Das ist Ach, eine der Wein. Ja, Ablagerung das im ist. Wein. Das wiederum sagt mir was. Das ist ja auch in den Kesseln, ist das dann teilweise. Und Ja, die müssen das dann versuch's rauskratzen nicht und so. zu essen, das knirscht wirklich. Nee, nee. Ja. Also irgendeine Hatte ich auch eigentlich Weinkarte. nicht vor. Ja, manchmal hast du auch so den letzten Schluck aus der Flasche, da hast du das dann im Glas. Wenn du dann nur noch diese Krümel im Glas hast, kippt der Rest weg. Es lohnt sich nicht. Also, ja, ich bin auch dafür. Es ist noch sehr genießbar. Es ist jetzt, wie gesagt, ich hatte erwartet etwas lieblicher. War der Aber es bestimmt. ist definitiv, also es ist definitiv nichts, wo man sagen würde, das ist fürchterlich. Das Ja. hatten wir nun auch schon mal, dass wir beim ersten kleinen Schluck gesagt haben, um Gottes Willen. Gerade die ganze Flasche in Ausguss, ja. Wie gesagt, letzte Folge. An der Stelle nochmal entschuldigen Sie bitte die Audioqualität der ersten Folge. Die ist grausam. Prototypen sind immer anders. Aber das kam ja auch daher, wir saßen am Tisch, waren am Wein trinken und ach komm, wir stellen jetzt ein Mikrofon hin und podcasten und hatten tatsächlich ein Mikrofon für alle drei. Guck mal, wir Ja. hatten immerhin Mikrofone. Es soll ja Leute geben, die zeichnen immer noch mit dem Handy auf und da Ja. ist die Qualität eigentlich dauerhaft scheiße. Ja, das Da stimmt. Und jetzt haben wir sitzen wir hier dann schon Studiotechnik, von daher. privilegierter, Das ist ja. ja jedoch super Audioqualität, muss man ja schon sagen. Also nicht irgendwie Handy und so. Wenn dann richtig. Wofür hat man denn hier ein Podcast-Label? Ne? Tja, ich hatte mir auch überlegt, ob ich jetzt, wo ich diese professionelle Studiotechnik von dir bekommen habe, ob ich nicht mal was mache mit Twitch. Kennst du das? Twitch? War das nicht was mit Video? Richtig, ja, Videospiele. Also das ist Streaming von Videospielen. Da spielt einer und kommentiert halt das Ganze und dann gibt es auch Kommentare von Zuschauern und der Ersteller
kommentiert da noch entsprechend. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache, jetzt wo ich entsprechend die Qualität schon habe. Ja. Was es von mir geben wird, ist dann YouTube-Videos von verschiedenen Sachen, dass Kannst du sich damit jeder ja auch dann gut überraschen nachvertun. lässt. Vielleicht erzählen wir mal, was du da überhaupt an Studiotechnik von mir bekommen hast. Das ist ja dann auch wieder lustig, wie das aussieht. Also wir haben einen Koffer genommen. So ein, naja, Ein Aktenkoffer oder Hartschalen, Geldkoffer, Transportkoffer, so ein. was man aus dem Fernsehen so kennt. Ja, Hartschale. Ja, so in Alu halt, Aber nicht komplett hart, groß, also ne? Der, nicht verformbar. was ist der denn so? 50 breit, 30 hoch oder irgendwie sowas? Ne, ein bisschen größer schon. Was man so als Aktenkoffer manchmal sieht. Von der Ja, Größe. normales Aktenkoffer, aber Ja, ein bisschen höher halt, bisschen also höher, ja. von der, ja. Schon 15, 20 cm hoch. Ja, und da drin ist ein Mischpult, ein Kompressor und eine Soundkarte. Und du musst eigentlich nur noch einen Computer dran stöpseln und das Mikrofon eben. Jetzt würde ich aber dem geneigten Hörer doch gerne noch erklären, was ein Kompressor und eine Ach Soundkarte so. ist, weil das habe ich nicht bis vor 5 Jahren auch nicht gewusst. Gut, erkläre ich das mal. Also, ein Computer hat ja meistens eine Soundkarte, äußert sich meistens nur mit so Audioanschlüssen für einen Lautsprecher oder wo man ein Headset einstöpselt. Die sind aber meist nicht so dolle. Also nehmen wir Profis, sag ich jetzt mal, da was Vernünftiges, ist dann auch keine Karte, wobei es die auch intern gibt, ist eigentlich ein externes Gerät, was Audioanschlüsse hat und eigenständig arbeitet und nicht durch den Computer gesteuert wird. Was qualitätsmäßig ein Unterschied ist, weil manchmal hast du auf diesen billigen Soundkarten so ein Prozessorgetakte drauf, was dann ziemlich mies klingt. Deswegen macht man das am liebsten irgendwie extern. Und ein Kompressor, du musst dir so vorstellen, wenn ich jetzt sehr, sehr leise spreche, ganz, ganz leise, und dann werde ich auf einmal laut. Ne, dann, wenn du vor mir sitzt, dann klingt das für dich noch halbwegs normal. Wenn ich das aufnehmen will, klingt das zum ersten Mal viel zu leise, nachher viel zu laut, so dass es sogar übersteuert oder sogar bratzt. Und wenn das Audio zu laut wird, übersteuert man und dann verzerrt eigentlich alles nur noch. Der Kompressor, der drückt das eigentlich alles ein bisschen zusammen. Das Laute macht er leiser, das Leisere macht er laut, sodass nachher alles etwa gleich laut ist. Und das Ja. machen wir alles für die Hörer, weil wenn man jetzt mal genau hinhört, man hört eigentlich nicht, dass wir an über 80 Kilometer voneinander entfernt sind. Also es hört Ja. sich eigentlich schon an, als wären wir im selben Raum. Man kann das wahrscheinlich messen, dass zum Beispiel der Gregor hat in seinem Studio eine bessere Geräuschdämmung. Das heißt, bei mir ist etwas mehr Hall Och, wahrscheinlich geht drinne. eigentlich. Ich sitze auf dem Sofa, ja. Also da wird der Schall zumindest nach hinten und nach dem Boden schon sehr gut abgedämpft wahrscheinlich, ja. Wenn Weil du ich mal ein habe mich Stück vom mal Mikro jetzt hier weggehst zum. und dann sprichst, da hört man dann meist die Unterschiede. Wenn du so Ja, direkt, soll ich mal testen, mach ja. mal, oder sprich mal in den Raum rein. Ich schieb das mal weg und jetzt bin ich so ungefähr einen halben Meter weg und spreche einfach mal in den Raum. Es geht eigentlich. Ha, Das geht eigentlich doch ja, weil noch. es einfach. Ich habe ja wirklich gute Technik von Ja, dir ja. bekommen, muss ich ja sagen. Ich habe ja ein sehr gutes Mikrofon empfohlen bekommen. Ich habe die Kompressortechnik und ja, also es ist wirklich, ich bin hochbegeistert. Auch damals, als ich das dann selbst mal gehört habe, die Folgen nachgehört habe, Ja. das ist ja wirklich an, als wenn wir im selben Raum waren. Ja, es ist krass. Tja, Technik, die begeistert. Und ich habe hier ein ganzes Studio vor mir, also mit einem Rundfunkmischpult, mehreren Kompressoren, diversem anderen noch. Also aus diesem Studio machen wir ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch Radiosendungen oder Na, der Podcasts, die Gregor hat da aufgebaut mal sind. investiert. Ja, Möchtest also du mal verraten, was so ein Pult oder ich habe keine Ahnung, Studiotechnik was die allgemein? kosten. Also es ist, also ich habe ja hier viel Gebrauchtechnik. Also gerade das Rundfunkmischpult ist ein analoges Mischpult. Werden heute eigentlich fast gar nicht mehr gebaut, nur noch so kleine Dinger für irgendwie, ja, für was nimmt man die? Um Klassenraum zu beschallen oder Podcast aufzunehmen, allerhöchstens, wobei selbst da schon Digitalpulte gebaut werden. Aber das hier ist Technik, die ist so alt wie unser Wein. Ja, doch, kommt hin. Anfang der 90er gebaut das Ding und das arbeitet hier noch mit Relais und ja, analoger Technik eben. Gibt es ja gar nicht mal neu zu kaufen, daher kann ich schlecht sagen, was es kostet. Ich weiß aber, was ein Digitalradiopult kostet. Und zwar so High-End. Das sind dann aber mal so 30.000. Und das ist dann noch nicht die Autsch. Luxusausstattung. Da krieg ich ja ein Auto dafür. Ja. Und wie gesagt, das ist noch der super Rabatt, den wir damals für Radio Darmstadt rausgehandelt haben. Also ist das eine grobe Hausnummer, den genauen Betrag weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, da haben wir noch einen Rabatt gekriegt für den Verein und so. Und auch nur, weil wir 3 Stück abnehmen langfristig. Und ja, das ist richtig teuer, diese Digitaltechnik.
Und ja, ich will gar nicht wissen, wenn die mal kaputt geht, weil hier mein Mischpult, das ist modular aufgebaut. Ich kann hier, also das muss man sich so vorstellen, wie wenn man in einem Computer die Grafikkarte wechselt oder eine Soundkarte wechselt, sowas hinten, also die Einschübe rausmacht. So kann ich hier jeden Regler rausziehen und durch einen anderen ersetzen oder an der Stelle halt durch gar keinen. Aber eben dann Plug and auch play. diese, Re ja, ist Plug and Play, die kann ich im laufenden Betrieb machen. Und ich kann eben dann auch die auf diesen Reglerkarten Bauteile auslöten und durch neue ersetzen, wenn ein Kondensator kaputt ist. Vorausgesetzt, man hat die Ahnung, da fehlt es bei mir ein bisschen. Ich kann es hier umbauen, ich kann auch kleine Reparaturen selber machen. Aber da hört es dann schon auf. Kleine Anpassungen kann ich auch noch selber machen. Habe ich hier auch. Also das Mischpult um ein paar Funktionen erweitert. Ja, das ist schon viel, viel Kleinfuddelei und ja. Ich habe Hast du dir alles selbst beigebracht, ja? im Großteil ja. Du hast ja mal gesagt, du hast eigentlich nie so einen richtigen Radiokurs gemacht, wo man lernt, wie man ordentlich moderiert, wie man so Doch, spricht hab und ich welche mal, hab ich Wortwahl, mal. ja? Ja, das war aber auch nur so ein Wochenendworkshop. Okay. Das ist, wie lange war ist das her? 15 Jahre? Nee. So, aber so 12 bestimmt, ja, doch, so 12 Jahre ist es schon her, ja. Und das war damals in Frankfurt beim Evangelischen Medienhaus, die auch, die wirklich sehr viele so Workshops in diese Richtung anbieten. Aber das war eigentlich nur mal so ein Grundworkshop. Wie bedient man ein Mischpult? Wie bedient man ein Aufnahmegerät? Setzt euch mal vors Mikrofon, hört euch mal selber sprechen. Und das war's eigentlich. Den ganzen Rest, der kam dann selber durch viele Jahre Webradio machen, Podcast schon machen. Da hat noch kein Mensch von Podcast gesprochen. Was du ja auch moderiert hast, wo ich damals ganz erstaunt war, war ja Hessentagsradio. Dass Ja. du ja quasi die ganzen Hessentag da beschallt hast. Für mehrere Tage natürlich in einem Team mit anderen Leuten. Aber das finde ich schon eine krasse Sache, dass man da. Da waren ja dann wirklich viele, viele tausende Leute, die das dann vielleicht gehört haben. Ja, ich habe das zweimal gemacht in Wetzlar, das war 2012. Also der Hessentag ist eine Messe oder Veranstaltung vom Land Hessen, Eine um, Landesausstellung. ja, Landesausstellung, ja, um sich zu präsentieren. Dieses Jahr fällt er übrigens aus, aber das hat auch mit Corona zu Ja, tun. wäre in Bad Vilbel gewesen, genau. Ja, damals war er in Wetzlar, meiner Heimatstadt. Da habe ich gesagt, da will ich mitmachen. Und bin dann in dieses Team dazugekommen und ja, wir hatten ein Studio in der Halle 1, was so die Halle ist, wo die Parteien, die Ämter, die ganze Politik sich halt präsentiert. Und Bundestag. nee, der ist in der Halle 2. Ach Also so. Halle 1 ist wirklich Hessen. Ach Unter so, ja. anderem ist da eben auch die Landesmedienanstalt, die LPR Hessen, die dafür da ist, privaten Rundfunk zu genehmigen und auch Bürgermedien zu genehmigen. Und im Rahmen dieses Standes gab es die Möglichkeit, sich vorher darauf zu bewerben, als Initiative das Hessentagsradio zu machen. Heißt, für 10 Tage eine UKW-Frequenz in der Stadt zu bekommen, während dieser Veranstaltung, also in dem Fall Hessentag, dort Radioprogramm zu machen. Und hinterher wird der ganze Sender eben wieder abgebaut. Und das haben wir in Wetzlar Auch gemacht. finanziert vom Land Hessen, ja. Alles finanziert, ja. Na, Man nicht schlecht. verdient nichts dran, außer man macht das kommerziell. Wäre sogar erlaubt gewesen. Haben wir aber nicht, weil alles durch Vereine organisiert, haben wir dann gesagt, nee, machen wir nicht. Musste man auch vorher mitten in die Bewerbung reinschreiben. Es gab auch schon kommerzielle Hessentagsradios, die dann auch Werbung gespielt haben. Aber ich weiß nicht, ob Nee, das so ich meine, es lohnt. geht ja auch. Es geht ja auch um die Kosten drumherum. Es ist ja so, nur eben so Ja. eine UKW-Frequenz bereitstellen, ist auch nicht kostenlos, ja. Also Ja. von daher. Das wurde aber gestellt. Genau, das war der Punkt. Wenn du kommerziell das gemacht hast, musstest du es selber zahlen. Und wenn du es nicht kommerziell gemacht hast, hast du es halt bezahlt bekommen von der Landesmedienanstalt. Und das sind auch nicht gerade wenige Kosten. Allein kurzfristig diese Leitung geschaltet zu bekommen, wieder abgebaut zu bekommen, das sind jedes Mal recht hohe Kosten. Ich weiß, dass da wir bei Radio Unerhört in Marburg das Funkhaus mal gewechselt haben für ein knappes Jahr und dann wieder zurück. Das waren allein schon Kosten, die sehr hoch waren. Nur, dass die Leitung geändert wird, das muss man sich technisch vorstellen, wie ich ziehe mit meinem DSL-Anschluss um. Nur eben in Business-Tarif. Da kostet dann ja Tja. wieder alles. Allein das sind hohe Kosten. Der Betrieb des UKW-Senders, der braucht eine ganze Menge an Strom.
Das unterschätzt man nämlich auch gern, wenn er da so mit 100 Watt vor sich hin brutzelt und das 10 Tage lang. Da kann man sich selber ausrechnen, wie lang oder wie viel Strom das braucht. Ist aber auch nicht Ja, wenig. 100 Watt klingt ja jetzt Und nicht das so ist noch, ganz viel, und sag das ich ist beim mal. UKW-Sender noch wenig, ja. Das ist das, also 100 Watt Ja. brauchst du, um eine ganze Stadt zu versorgen. Ja, Größere genau, das wollte ich jetzt Sendeanlagen, auch da mal geht's in fragen. Kilowatt. Würde ich dann in der Nachbarstadt noch das hören können, Ja. den Hessentagsradio, jetzt mal unabhängig von der Topografie? Ja, wenn die Topografie gut ist, dann vielleicht gerade noch so, ja. Mhm. Ich kann es dir mal als Vergleich sagen. In Marburg senden wir mit, ich glaube, 500 Watt. Und man kann es in Gießen, was 30 Kilometer entfernt ist, an einigen Stellen noch gut empfangen. Aber da hängt es dann schon ab, wo bist du da in der Stadt? Das klingt ja wenig, wenn man überlegt, dass es Glühbirnen gab mit 100 Watt, dann klingt 500 Watt im Vergleich, klingt nicht so ganz viel, ja. Also, jetzt mal auf größere Sendeanlagen übertragen. Auf dem Feldberg, ich glaube, die haben 100 Kilowatt. Ja, das ist nochmal eine Und die erreichen Hausnummer, dann halt ein okay. halbes Bundesland, aber das ist dann natürlich auch mal eine Stromrechnung, mein lieber Herr Gesangsverein. Tja, dafür zahlen wir die Rundfunkgebühren. Ja, oder der private Rundfunk, Unter der muss es anderem. eben selber zahlen, ja. Also, das ist allein sehr teuer, aber auch die Leitung, die Übertragung hin zum Funkturm. Na, heutzutage Internet, da ist das alles noch irgendwie halbwegs einfach, aber Internet ist nicht immer so zuverlässig. Da gibt es dann auch mal Abbrüche und so. Zumindest damals haben wir das über eine ISDN-Leitung gemacht. Und die na, sind dann ja Telefonkosten in doppelter Menge wurden da Tja. fällig, weil wir mit ISDN war ja, hast ja zwei Kanäle gehabt. Die hast du aber auch gebraucht, um Audio in Stereo zu übertragen. Und das kam halt auch noch dazu. Du brauchst auf jeder Seite natürlich einen ISDN-Anschluss. Da kommen Kosten zusammen. Aber war schön, Also ja. kurz zusammengefasst, da hängt eine Menge dahinter. Man kann nicht mal einfach mal einen Pult hinstellen und sagen, ich mache jetzt hier mal Radio, sondern Allein von der rechtlichen Seite geht das ja schon gar nicht. hängt ja doch eine Menge Organisation dahinter. Ja, und dann muss natürlich auch ein Programm gemacht werden. Und das Programm muss gefüllt werden. Da brauchst du erstmal ein bisschen Technik. Gut, die hatten wir in dem Fall. Jeder bringt was mit, so nach dem Motto. Da haben wir eigentlich das Studio gut besetzt bekommen, technisch. Und dann brauchst du natürlich, was erstmal sehr unterschätzt wird, die Menge an Personal, die zum einen die Technik bedienen kann, aber auch in der Lage ist, ein Programm zu machen, was hörbar ist. Und das über 10 Tage durchgehend und ohne vorher groß die Chance hatten, sich vorzubereiten. Das sah dann halt auch so Tja. aus, dass wir sehr viel Stände interviewt haben und mit denen über ihre Arbeit gesprochen haben. Und Das klingt schon sehr interessant. da hast Jetzt du mal dir so einen gefragt, eingeladen. könntest. Ja, erzähl erst du weiter. Da haben uns halt jemand eingeladen und haben halt mit dem Interview geführt und hatten, na, so grob, wir müssen jetzt die Stunde füllen. Wir haben zwei Leute, zwischendrin noch ein bisschen Musik, ein bisschen Nachrichten, ein bisschen Wetterverkehr. Ja, es war schon auf Talk ausgerichtet und das haben wir auch recht gut hinbekommen. Das ist aber auch, denke ich mal, eine interessante Information, wenn man mal die Standbetreiber interviewt, was die eigentlich machen, wo die herkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel den regionalen Metzger interviewt nach dem Motto, ja, was macht ihr und wie geht's euren Tieren und so Sachen, ja. Also das ist mal interessant, dass man eben nicht bei einem Plausch am Stand entfährt, sondern man hört halt das Hessentagsradio. Also ich finde das eigentlich generell eine sehr, sehr gute Idee. Oder auch die Behörden, Also dass sie mal in ihre Arbeit mal Einblicke gegeben haben. Was macht Wenn eigentlich jetzt die bei mir ein. Bundesbank und so? Ja, ganz genau. Ich könnte mir das da durchaus vorstellen, auch mal mitzumachen. Ja, gibt's ja leider nicht mehr, oder ich glaube, es gibt es nicht mehr. Irgendwann ist so der Hauptorganisator gestorben davon. Also 2017 gab es ein Hessentagsradio, Muss ich mal das weiß ich. überlegen. Letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Wo war denn? Was hatten wir denn jetzt? Naja. 19 war Bad Hersfeld. Ich kann mich nicht dran erinnern, eins gesehen zu haben. Ich glaube, Tja, Bad Kortenbach. Vilbel, schade, da wäre ich mal hingegangen. Das Ja. liegt noch bei mir in ganz nicht ganz so großer Entfernung. Was ist das danach? Das Jahr, das Haiger. war auch irgendein Bad, ne? Nee, Ach so, ja, Haiger das geht ist, ja auch noch, ja. ja. Und dann ist, glaube ich, Fulda. Ja. Ja. Und dann wollte man gucken, ob Funkstadt zusagt. Ich glaube, Funkstadt hat ja immer noch nicht seine Zusage Ja. gemacht. Da weiß ich nicht genau. Funkstadt wäre für mich optimal. Da Das ist bin ich auch auch wieder, relativ ja. schnell. Ja, ich hat mich auch auf Bad Vilbel gefreut. Das ist so
Auch von uns beiden, wir haben mal ausgerechnet, ist lustigerweise, jeder hat gleich lange für die Anfahrt. Ist zwar nicht die Mitte, aber die Anfahrt ist gleich lang. Ja, das ist Hätte richtig. man mal vor Ort podcasten können. Ja, aber jetzt fällt er Hättest du ja aus. könntest, da kommt der blöde Virus da. Tja, fahren wir trotzdem nach Vilbel. Wobei, da ist sonst nicht so viel. Gibt schönere Städte, sage ich mal. Stimmt. Also, Unspektakulär. der Kurpark, ja. So ein bisschen Altstadt, ja, aber dann hört es auch irgendwann auf. Und so ein Dudelfunk soll da auch anlässlich sein. Ja, furchtbar sowas. Da ist ja, dieser Podcast ist ja höherwertig als das gesamte Programm von Ja, denen. weil wir haben Ne? Wein. Prost. Und wir machen nicht dauernd so dämliche Gewinnspiele. Sie hören Laberstall, dann können Sie jetzt gewinnen. Rufen Sie jetzt an. Aber das ist ein Podcast. Sie rufen leider 2 Jahre zu spät an. Tut mir leid. Gewinnt jetzt eine Flasche Ockenheimer Laberstall von 92. Ja, Ich naja, habe noch gut, eine. sollen Leute. Wir haben jetzt auch, ich habe mal geguckt, Ockenheimer Laberstall, ob die Weinlage heute noch bewirtet wird. Ja, wird sie und ich habe Wein bestellt. Mal schauen, wann er kommt. Also in einer der nächsten Sendungen werden wir mal einen Laberstall probieren, der noch nicht schlecht ist. Der Sag ist ich ja auch jetzt nicht mal. jetzt. Ist der Wein ist jetzt nicht schlecht, aber er ist auch nicht, der ist dann nicht so Naja, alt, genau, ja. wie hier der ist gut gereift, aber der Laberstall von letztem Mal, ich glaube, der ging noch, aber da hatten wir ja Weine, die waren einfach fertig. Die waren fürs Lager nicht gemacht. Was ich auch gerne mal mit dir verkosten würde, wäre ein 2019er. Das soll ja ein extrem guter Jahrgang gewesen sein. Und davon mal vielleicht was ganz Edles, dass man mal sagt, von 2019, was eh schon ein gutes Jahr war, davon das Beste, dass wir mal da mal investieren. Die Da hätte ich mal Lust 19er. drauf, dass man mal sagt, wie gut kann ein Wein eigentlich sein? Oder wie geil kann ein Wein schmecken? Ich sag mal, die richtig guten 19er, die kriegst du jetzt noch gar nicht. Die reifen ja noch eine Ach Weile. so, aber Also, das war doch, da habe ich mich nicht geirrt, das war doch, wo die alle gesagt haben, das ist ein genialer Jahrgang das oder haben sie vielleicht nicht sein 18 ja auch letztes schon Jahr. gesagt. Also, Ah ja, 15 waren genau, das wirklich ist. guter. Und 18 war ja dieser Jahrhundertsommer, wie man hier immer gesagt hat. Und ich habe hier sehr viele Weine von 18 und die sind vorzüglich. Also, das sind richtig, richtig gute dabei. Ich habe auch jetzt wieder Weine von 18 gekauft. Die kann man sich auch mal ein paar Jahre hinlegen. Wer weiß, wann es wieder so guten Wein gibt, sage ich mal. Hält ja auch eine Weile. Und Geld ist Ja, auch nicht okay. weg. Also im Zweifel findest du auch jemanden, der das abkauft, wenn du es dann doch nicht mehr haben möchtest. Tja. Wenn du gut lagerst. Ich habe einen guten Keller, da kann man vergleichsweise gut Wein drin lagern. Da ist eigentlich immer recht kühl, friert nicht. Und im Sommer ist auch eigentlich, wird es da nicht zu warm drin. Ja. Von daher, mein Wein, der steht da eigentlich relativ gut. Dann kann man das mal machen. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Vorrat da reingestellt von 18. So für die nächsten Jahre auch gedacht. Zwar zwischendrin immer mal was Frisches auch mal gekauft und probiert oder was Neues, was man noch nicht kennt. Es gibt ja so viele Winzer. Ich arbeite ja gerade am Ja, Rhein, was sicherlich. da an Wein angebaut wird. Also, Ja, natürlich, da fährst du ja von einer Weinlage zur nächsten. das ist ja eine der bekanntesten Weingebiete in Deutschland und es gibt Kenner wie meinen Vater, die sagen, es ist mir egal, ob da noch irgendwelche Gebiete wie Ruwer oder sowas existieren oder der sagt vielleicht maximal ist noch Moselwein ist noch okay, aber ansonsten sagt er, ich trinke meinen Rheingauwein und das andere Zeug ist mir alles nicht geheuer. Soll es dann auch geben. Wobei Rheingau nicht Mittelrheintal ist. Rheingau ist ja die Region zwischen Ja, ich Unterbrüdesheim sage und jetzt, Wiesbaden. so engstirnig ist er da auch nicht. Er hat nur gesagt, dass also die gesamte, ich sage mal, die Lagen am Rhein, wenn Ja. das jetzt von der Wortwahl passt, die es da alle Ja. gibt, das ist Bringt er eigentlich dann noch doch Rheinhessen? generell gut. Ja, auch, ja. Ist ja, also ich meine, Gau-Algesheim, da ist es schon noch ein Stück bis zum Rhein. Das wird dann ja erst Bingen wieder dichter, dass der Rhein direkt daneben ist. Da Ja, beginnt die ja eigentlich das Lage ist Mittelrheintal dann. grob Fluss rein halt, ja, Ja, das ist klar. plus minus Rhein. Ja. Ja, wobei, was mir jetzt auch aufgefallen ist, am Rhein gibt es sehr, sehr viele Stellen, wo mal Weinbau gewesen ist, was mittlerweile zugewuchert ist. Wenn du mal genau oder aufmerksam, wenn du durch so Mittelrheintal fährst, die Berge beobachtest, siehst du, da sind richtig Terrassen angelegt. Da war mal Weinbau, da ist jetzt aber alles zugewachsen. Aber was wahrscheinlich auch viel Naja, da es gibt ja reinspielt, wie,
Man hatte mal einen Ja. Weinbau und man hat keinen Sohn oder Tochter gefunden, der es Richtig, übernimmt, genau. Das ja. wollte ich auch gerade sagen, dass das einfach kleinere Betriebe waren, die keinen Nachfolger gefunden haben oder aus Kostengründen gesagt haben, wir haben jetzt eh nur 20 Reben gehabt, das kostet uns mehr Zeit und Arbeit, als es wert ist. Ja, Wobei da natürlich auch ist man. mittlerweile wieder viele in unserem Alter sagen, ja, ich mache jetzt wieder was, mache aber keine Mengen, aber dafür halt wirklich beste Qualität. Ist dann auch was teurer, aber ich komme mit meiner kleinen Menge hin. Und wenn man das an zwei, drei Weinbergen macht, kann man da wahrscheinlich auch gut von leben. Naja, klar, Vergleich mit den kleineren Destillerien, die hier aufkommen, oder die kleinen Craftbierbrauereien, Ja, wo dann das einfach kann. sagen, wir machen jetzt hier nicht 50.000 Liter, sondern das ist dann eben ein bisschen weniger. Obwohl ich nicht weiß, ob 50.000 jetzt im Bierbereich, ob das viel ist. Aber einfach, dass man mal sagt, wir machen jetzt hier nicht die Menge. Ja, das ist ja doch wieder im Kommen, das Kleinere mehr zu schätzen. Ja, gerade auch beim Bier. Schon erstaunlich. Aber trotzdem ist unheimlich viel Wein noch am Rhein zu sehen. Und es wäre aber noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Aber vielleicht tut das den Böden auch gut, wenn da gar nicht so viel ist. Oder so viel auf einmal. Klar, jetzt so Boppa da Hamm, da ist ja auch wieder alles voll. Aber dann gibt es Stellen, da ist auch mal 2, 3 Kilometer gar nichts. Ja, was sollte das für den Boden den Unterschied machen? Ich meine, die Weinreben ziehen sich ein bisschen Wasser aus der Erde, aber ansonsten ist es ja nicht so, dass das. Also ein Acker, den tust du ja auch Die nicht werden ja jedes nur. Jahr. Gut, der Weinstock, der steht dann, ja. Aber vielleicht, ich glaube, die machen in der Pause nach 30, 40 Jahren irgendwann mal weg und mal Pause und dann neu bepflanzen. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber ab und zu natürlich müssen die ganzen alten Reben erstmal weg und dann wird das alles umgepflügt und neu gesetzt, ja. Wobei es auch Gibt's Weine schon. gibt, da steht extra drauf, alte Reben, die dann wieder ganz anders schmecken. Wie frische Reben, also jüngere Pflanzen. Gibt's auch, also die dann extra damit werben, ja, alte Reben. Ich hab's jetzt noch nicht so Und wir sind gegeneinander getrunken. Alte, die reden. Ja. Wir schwingen alte Reben Tja. und stoßen noch mal an. Genau. Hoppla. Jetzt hätte ich fast den Wein aus dem Mischpult gekippt. Ups. Brauchst du so eine Störungseinblendung? Wir haben derzeit eine Störung. Bitte bleiben etwas Geduld. Testbild, genau. Oh, der ist echt gut, der Wein. Also ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass Ja. wir hier wieder irgendein saures Zeug trinken, aber der ist wirklich. Ich war skeptisch und hatte Angst, genau, ja. Ich auch und bin echt positiv überrascht. Oder vielleicht haben wir uns einfach zu viel Angst gemacht, dass er einfach nur gut sein konnte im Vergleich. Aber Also, der das ist ist ja wirklich. schon fast 2 Drittel der Flasche leer. Also ich habe jetzt nur ein Echt? Glas, habe ich mir über. Na, ich habe es mir großzügig Ach so. eingegossen. Nee, ich gieße mal wenig ein und nimm lieber fünfmal nach, so nach dem Motto. Ach so. Aber ja, also. Ja, mit dem setze ich mich nachher in die Sonne. Vors Haus. Oh, aber nur einzeln und mit 2 Meter Abstand, wenn du. Wieso, 5 Leute dürfen wir doch? Ja, nachher ist da schön Sonne, dann ja, lasse ich mir da die Sonne noch mal auf dem Goldberg scheinen. Tja. Nee, ich bin Tja, was kann echt man noch so begeistert. sagen? Tja, wir waren irgendwie am Rhein. Thematisch. Ist ja schon schön Ja, da. am Rhein, da ist ja jetzt auch die Touristik, hat jetzt auch, genau wie in allen anderen Gebieten der Welt oder auch mal auf Deutschland bezogen, hat auch ein Problem. Ja. Weil das geht einem, der Rheintourismus geht jetzt auch so richtig eigentlich normalerweise los. Das Wetter wird schön. Ganzen Japaner und Chinesen bevölkern, Ja, was ja nicht schlecht ist Rüdesheim. eigentlich. Ja, das ist ganz, ganz massive Einbußen wird das auch für die kleineren Gaststätten und Wirtschaften geben, beziehungsweise auch kleinere Pensionen, die eigentlich, wo man gesagt hat, ich habe eine Pension in Rüdesheim, das ist eine Goldgrube während der Sommersaison. Ja. Die müssen sich jetzt Gedanken machen, Und wie sie da dann noch ein kommst du mit Standbein. Lieferservice nicht weiter. So viele eigene Einwohner hat Rüdesheim jetzt auch nicht, die dann alle auf einmal anfangen, Essen zu bestellen. Die halt vorher wirklich auf den Tourismus gesetzt haben. Ich glaube, so Orte wie Rüdesheim, die haben es nochmal extra schwer. Ja, also eigentlich alle touristischen Gebiete man Ja. kann ja eigentlich schon tatsächlich zur Zeit sagen, auf der ganzen Welt. Das ist ja überall auf der ganzen Welt wird jetzt zugemacht. Alle haben die gleichen Probleme. Nochmal was eingießen.
Ja, das ist echt so. Also so Städte, die in der Norm in, ich sag jetzt mal, in den normalen Regionen wohnen, die nur wenig Tourismus haben, da sind ja noch genug Einwohner, die mal essen gehen und dann vielleicht sagen, ach komm, um den zu unterstützen, bestelle ich. Ja, aber so klassische Weinwirtschaften zum Beispiel, die ganz bewusst eine kleine Essenskarte nur haben, die werden auch mit Lieferdienst nichts machen, Nee. beziehungsweise sagen, da kommt auch kein Geld rum. Oder diese Ich denke, das ist Straußwirtschaften, vielleicht aber die kommen erst im richtig. Sommer irgendwann. Die haben jetzt noch nicht so Ja, die Zeit, die kommen erst noch. Bis dahin kann sich's wieder verbessern. wer weiß, wie lange sich das wirklich zieht, aber es ist eigentlich, ist wirklich heftig, wie das jetzt alles betrifft. An der Stelle auch mal, unterstützt eure Gaststätten ruhig mal, bestellt euch doch auch mal was. Wie hier das eine Lokal, die auch Hotel haben, von dem ich vorhin erzählt habe, die noch nie geliefert haben, aber jetzt müssen, weil es die einzige Einnahmequelle gerade ist. Die werden ohnehin schon ganz schön drunter leiden. Aber was netter Nebeneffekt. Ich hatte einen Schnitzel bestellt. Es waren aber zwei drin. Und das war Ja. so eine mächtige Portion. Also ich hatte schon zu kämpfen daran. Einfach mal so ein Schnitzel mehr. Gut, die hatten das jetzt da liegen und die mussten weg. Ob sie die jetzt fortschmeißen oder einfach nochmal ein zweites reinhauen. Die Menge an Durchsatz haben die ja so nicht mehr, wenn sie den Tag vorher noch normal offen hatten und dann auf einmal nicht. Gibt's auch wahrscheinlich gern mal was extra. Oder Rolle Klopapier dazu, das machen ja auch einige schon. Ja, das machen diesmal die ernst, ja. Ja, Das ist also. die haben ja auch Klopapier eingelagert. In der Gaststätte verbrauchst du ja ganz andere Mengen. Da hast du ja ein bisschen was. Kannst halt erstmal eine Rolle dazugeben. Ist richtig, da die eigenen Räumlichkeiten nicht mehr benutzt wird vom Klo zumindest, ja. Das stimmt natürlich, klar. Was ich auch ganz schön finde, in Wetzlar haben sich welche zusammengeschlossen. Ist eigentlich ein Burgerladen, die jetzt aber von einer neu aufgemachten Eisdiele das Eis mit ausliefern, also in Behältern natürlich, nicht in der Waffel, das schmilzt ja. So ein paar Jungs, die zusammen Bier brauen und das verkaufen, das liefern sie auch mit aus. Noch irgendwas und zu jeder Bestellung auch eine Rolle Klopapier dazu. Das klingt nach einem Plan. Ja. Von den Also ich Bekloppten, sage mal, ja. man unterstützt den Einzelhandel, können wir nur darauf aufrufen. Geht weiterhin, guckt, dass ihr zu Metzgereien, vor allem zum Bäcker, zum örtlichen nochmal geht und euch Ja. was holt. Jetzt mehr denn je, weil wir wissen ja alle, die ganzen Supermarktbäckereien, die blühen, während die Einzelhandelsbäckereien ihre Probleme haben. Und jetzt, wo sie dann auch noch alle Leute drinnen bleiben müssen. Dann geht halt mal, solange ihr noch dürft, in eurem Bundesland, geht halt einzeln raus und holt euch mal Naja, was beim Bäcker einkaufen kann man nicht ordentlich. Also, verbieten. Ja, aber das ist, Zu ich mache den das ja Bäckern auch in Ruhe. nochmal. Die haben ja auch genug Mehl. Viele Bäcker kaufen Mehl für Monate im Voraus. Da ist jetzt nicht irgendwie damit zu rechnen, dass die morgen zumachen. Im Supermarkt kriegst du kein Mehl mehr. Beim Bäcker kriegst du in den nächsten Wochen auf jeden Fall nur Brot. Ja, also das ist einfach mal als Aufruf, traut euch mal aus dem Haus, auch um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Und anstatt euch im Supermarkt an der Klopapiertheke rumzuprügeln, geht doch mal lieber zum Bäcker und kauft noch mal 10 Brötchen oder so. Ja, oder lasst einfach mal ein Scheinchen mehr da, wenn es euch nicht stört, wenn ihr nicht gerade Weil selber von Geldsorgen betroffen seid. es kann da jetzt keiner sagen, ich kann nicht so viel durch die Gegend fahren, aber weil der Sprit ist ja günstig geworden. Also Das das kann stimmt, nicht mehr ja. das Argument sein. Das ist ganz Der angenehm. Dieselpreis war auch historisch mal wieder unter den Euro gefallen. Das Echt? hat man lange nicht mehr gehabt. Ich habe jetzt von Habe ich im Euro Fernsehen 7. gesehen, ja. Euro 7 hatte ich jetzt die Woche. Das war auch das, was ich gesehen hatte, aber es gab Berichte, wo es tatsächlich 99 Cent nur noch für einen Liter Diesel waren. Boah, Das ist natürlich krass. ich glaube, ich sollte. 1,23 ist für Benzin das günstigste, was ich gesehen Da habe ich hatte. schon billigere. 1,15 oder so hatte ich schon gesehen. Ah, krass, okay. Aber ich arbeite in Rheinland-Pfalz, da ist nochmal ein Tacken günstiger wie in Hessen. Was irgendwie auch komisch ist, aber ist irgendwie so. Ist da ein paar Cent billiger immer wie in Hessen. Kann man auch mal erzählen. Ich Tja. fahr jetzt ja am Rhein die Züge. Also linke Rheinseite. Zwischen Köln und Mainz, da kann man mir jetzt winken, solange wir noch fahren. Ist wirklich schön da. Also man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Lauter Burgen und schöne Städtchen. Und ne? Da will man langsamer fahren und gucken.
Das ist wirklich, also die Landschaft ist traumhaft, gerade so der Abschnitt Köln-Bingen. Das ist schon richtig, richtig schön. Nee, Köln-Bingen, Koblenz-Bingen. Ja. Nach Köln hoch ist zum Teil wieder ziemlich hässlich. Ja, das ist ja dann wieder Ballungsgebiet, ja, logisch. Ja, da hast du ja irgendwann kaum noch mal einen Acker zwischen den Orten. Also das geht ja fast alles ineinander über. Ist schon Ja. irgendwie komisch da oben. Tja. Tja, der Kölner. Ah, ich habe dir neulich ein Bier mitgebracht. Ja. Und zwar nannte sich das Oktobräu Marlin Mandarina. Das sind vier Bekloppte hier bei mir aus dem Nachbardorf. Die haben sich ein Feuerwehrauto gekauft und brauen da drinnen jetzt Bier. Klingt erst. In dem Auto In dem läuft Auto. das dann durch den Katalysator durch, oder was? Ja, fast. Also hinten haben sie halt quasi entkernt und können da wahlweise Zapfanlage oder Braukessel reinstellen. Ach, je. Und Da muss man können. erstmal drauf kommen. Ja, ich nehme an, das war ein Bier zu viel und dann hatten sie die Idee. Nö. Aber das Bier schmeckt, fand ich. Es ist fruchtig, es ist erstaunlich fruchtig. Es hätte nicht erwartet, dass das Bier ohne diese Spezialsorten, was man ja von einer Sorte Brauerei kennt, wo so Exotik-Dinge gibt, dass das quasi von sich aus, du hast mir das gestern ganz gut erklärt, erklär das nochmal, wo diese Fruchtigkeit herkommt. Also das hat so einen Zitrusgeschmack. Und es Ja, gibt, Mandarin steht ja drauf. ja, es ist ja nur zugelassen im Bier, Malz, Hopfen, Wasser und Hefe reinzukippen. Jetzt hast du Wenn man also, nach Reinheitsgebot genau, rohen will. jetzt hast du also Probleme, da andere Geschmäcker reinzukriegen. Aber es gibt sogenannte Aromahopfen. Hopfen, ne, ist ja erlaubt. Und diese Aromahopfen, wenn du den ziemlich zum Schluss reingibst und nicht so lange mitkochst, dann gibt dein Geschmack ab, der so schnell nicht kaputt geht. Und dann hast du noch andere Aromanoten im Bier und genau das machen die. Und Und deswegen heißt es auch der Beruf Braumeister, weil man eben nicht nur die Zutaten zusammenkippt, sondern da eben genau die Waage findet und dann eben sowas Gutes kreieren kann. Also ist schon, ja. muss man schon Respekt zollen, mal den Braumeistern, dass die da was Gutes auf den Tisch gebracht haben. An der Stelle auch mal der Hinweis auf einen anderen Podcast von mir, Hessisch Babbeln. Ich habe die interviewt und habe mit denen eine ganze Folge gemacht. Ich verlinke das auch nochmal hier bei laberstall.de. Kann man sich direkt mal anhören. Die haben mir ja auch erklärt, wie der Geschmack, wie das genau funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung vom Bierbrauen, aber finde es interessant. Es reicht, wenn man Bier konsumiert, man muss es ja nicht brauen können. Wobei ich das auch immer mal vorhatte. Im Einkochapparat kann man das sehr gut, weil der hält lange die Du liebe Temperatur. Güte. Ja, Du hast Ideen. ich meine, jetzt mit Corona hat man viel Zeit. Ein Corona-Bier. Nee, Quatsch, das gibt's ja schon. Keine Schleichwerbung. Wieso? Wer soll sich denn beschweren? Laufen ja hier nicht im Radio. Ja, wir haben Corona-Bier neulich probiert. Ich fand's ziemlich mittelmäßig. Und ja. Tja, es hat nicht besonders hervorgestochen. Nee, und vor allem verbrauen die Mais, also. Ist irgendwie nicht so dolle. Aber jetzt ist es gerade, gibt es überall und ist auch ziemlich teuer. Ich weiß nicht, was es sonst kostet. Aber gut, jetzt kann man den mit dem Namen natürlich. Jeder kauft aus Scheiß mal so ein Corona-Bier. Da kann man Geld verdienen. Wir hätten Mundschütze kaufen sollen vorher. Oder Klopapier und das jetzt verticken für viel Geld. Ich bin ja froh, dass ich noch für meinen Arbeitsrucksack noch so eine Handwaschgel kaufen konnte. Ja. Bei einer Drogerie, da war noch das ganze Regal voll, als ich das gekauft hätte. Hätte ich das gewusst, dass das eskaliert, hätte ich natürlich auch mal 3 Stück gekauft. Ich will da nicht übertreiben und hätte gesagt, ich hätte keine 20 Stück gekauft, auf keinen Fall, aber ich hätte zumindest mal ein bisschen mehr, weil man ja nicht weiß, wann dann entsprechend geliefert wird. Ich habe an der Arbeit welches bekommen. Haben sie ausgeteilt. Hast du eins? Nein, hier hast du eins. Wer weiß, wo Ja, die ist bei Menge uns. aufgetrieben haben. Ist auch nicht so einfach, Ja, denke es ich. ist in der Bestellung. Die haben wohl einiges an Geld rausgegeben, was dann bei uns demnächst auch mal ankommen soll. Ja. Ja, gerade wenn Die haben halt die Konzerne gleichen dann da mit Probleme wie großen alle anderen. Mengen. Aber jetzt Ja. machen auch Firmen Desinfektionsmittel, die das vorher noch nie gemacht haben. BASF in Ludwigshafen.
ein großer Chemiekonzern macht jetzt Ja, auch. Destillerien, ja, nein, eine Gin, eine Ach ja. Gin-Destillerie, wenn man das so nennen kann, Ja. die haben auf Ethanolproduktion umgestellt, ja. Weil nämlich dieser, das habe ich auch in Artikelmeldungen gesehen, dieser Rohstoff Ethanol, der wird jetzt knapp. Ach Das ja. heißt, es haben jetzt Destillerien, ich weiß nicht, ob mehrere, aber zumindest die eine hat auf Ja, stimmt. Desinfektionsproduktion umgestellt. Rein technisch machbar, klar. Das ist ja auch nur Alkohol. Also Ethanol ist ja Alkohol. Also es ist ein guter Dienst an der Gesellschaft, ja, oder auch eine Firma, die T-Shirts produziert. Jetzt hätte ich ja beinahe den Namen schon ausgesprochen. Sag Eine ruhig. deutsche Firma, Trigema, die hat umgestellt auf Masken. Also die macht jetzt aus dem Material, wo sie normalerweise T-Shirts, machen sie einfache Masken. Das sind natürlich keine mit OP-Zulassung, sondern einfach nur waschbare Mundschutz. Der dann auch entsprechend wiederverwendbar Ja, ist, besser ist wie eine gar gute nichts. Aktion. Ja, finde ich eine gute Sache. Was ich jetzt heute Weil gehört habe, dadurch, dass der ja. ganze Einzelhandel es einbricht, dann können die mit T-Shirts zurzeit nichts mehr verdienen, ja? Was ich heute gehört Das habe, die ist eine. Filmbranche, die so Arztserien drehen, die drehen ja gerade eh nicht. Die spenden jetzt ihre ganzen Mundschutz und bla, was die alles da haben für den Film, ist ja eh echtes Ach, das Zeug. ist ja toll. Ja, Brauchen die ja eh super. nicht. Zudem muss das ja nicht echt. Gut, die werden das echte haben, weil künstlich oder nachgemacht wahrscheinlich teurer ist wie das echte. Das ist ja eigentlich gar nicht so teuer, das Zeug. Aber die brauchen es eh nicht und spenden das jetzt an Krankenhäuser. Ja, das ist gut. Das ist eine Ist ja gute auch Sache. sinnvoll, also die brauchen es ja wirklich nicht. Allgemein ist zurzeit passiert doch in der Krisenzeit passiert einiges Gutes. Ich sage mal, zum Beispiel hat jemand eine Internetseite gegründet in Berlin. Ich kann jetzt leider nicht sagen den Namen. Ich hatte das im Fernsehen gesehen, habe ich vergessen. Der einfach gesagt hat, wo wird Hilfe benötigt beim Einkaufen? Ja. Also, dass der quasi so eine Börse erstellt hat. Hier, ich möchte mich zur Verfügung stellen zum Kinderhüten, zum Einkaufen, zum Hund ausführen. Ja, dass man sagt, ich bin verfügbar, ich wohne da und habe zu den und den Tagen Zeit oder immer Zeit. Und dann gibt es dann Leute, die sich im Gegensatz eintragen können, ich bin Risikogruppe, ich habe einen Hund oder ich möchte eben nur meine Einkäufe Ja. einmal in der Woche, dass sich da zusammengetan wird und man sich gegenseitig hilft. So Und eine das ist eine ganz, ganz klasse Kleinanzeigenbörse. Aktion. Ja. Ja, das war ein Programmierer, der studiert da auch irgendwas mit Informatik und der hat dann gesagt, ich programmiere jetzt eine Seite. Dann hat er das in 2 Tagen hinprogrammiert. Und jetzt läuft das und läuft auch bundesweit. Er hätte das nur für Berlin gedacht, aber es gibt jetzt eine Aufschlüsselung nach Bundesland. Ich hätte das jetzt gerne, vielleicht können wir das später auch noch in den Shownotes, Ja, dass wir wenn du das den noch Link mir noch, wenn du herausfinden. den rausfindest, können wir gerne ergänzen, ja. Weil das ist eine klasse Sache, ja. Weil es ist jetzt auch noch mal von uns die Aufforderung, wenn ihr Risikogruppe seid, dann geht doch bitte einfach nicht raus. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen für euch und auch für andere, Oder wenn ihr weil man Angehörige hat von halt wirklich. Risikopatienten habt, oder mit denen ihr Ja, man hat zusammenwohnt. halt wirklich eine Phase von dieser Inkubationszeit von 2 Wochen. Das ist lang. Da, wo man Ja. einfach gar nichts spürt. Dass man schon längst infiziert sein könnte. Ja, Und das ich ist könnte sie ja auch die haben. Scheiße an der ganzen Geschichte. Ja, eben. Als Lokführer sehe ich auch Leute und muss die Türen aufmachen und Sachen anfassen. Oder einfach durch eine Bahnhofshalle Deswegen hätte ich laufen. gesagt, Da könnten wir es auch schon haben. diszipliniert euch Leute und bleibt zu Hause. Das ist einfach nur das, was man auch den Aufruf macht, was wahrscheinlich alle Podcasts zurzeit sagen, bleibt zu Hause, aber es Macht mehr ist einfach, Podcasts. ist kein Spaß mehr. Er hört mehr Podcasts. Ich Ja. habe auch einen ganzen Stapel von Podcasts, die ich jetzt hören könnte, wenn ich nicht arbeiten müsste. Ich bin ja froh, dass ich noch arbeiten kann, weil man immer mal überlegt, gibt dann Leute, die aufgrund ihrer, weil sie, was weiß ich, zum Beispiel Koch sind, die dann Ja, einfach gar ja. nichts mehr machen können. Kriegen zwar ihr Gehalt, aber die sitzen daheim, denen ist langweilig. Wenn sie Ich es habe ja kriegen. jetzt, wir beide haben ihre, das ist ja vorgeschrieben, das musst du ja. Die Entgeltfortzahlung muss, es sind ja höhere Gewalt quasi. Du kannst ja nicht einfach, außer du bist dann, Naja, wenn die Firma weiß nicht, vorher wie das bei pleite ist. Kleingewerbe, aber bei, ja, das ist natürlich was anderes. Aber jetzt sagen wir mal, ist man in einer größeren Firma. Was weiß ich jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich Wobei nicht, da irgendein erstmal auch Beispiel. versucht wird, irgendwie drum rumzukommen mit Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld. Wobei ja auch da die Politik jetzt ein bisschen nachsteuert. Kurzarbeit ist ja Also tendenziell erstmal nicht schlecht dafür. es wird für jeden Einzelnen wird's schwierig. Und es gibt eigentlich nur ganz wenig Branchen, die eigentlich von der ganzen Sache überhaupt nicht betroffen sind. Und unser Eins kann doch froh sein, dass er normal arbeiten kann und das normale Geld kriegt. Aber das ist halt auch nicht bei allen so. Naja.
Haltet zusammen, kann man nur sagen. Trinkt Wein, hört Podcast, bleibt daheim. Ja, Ja, Wein, oder auch ne? die Kann man sich Nachbarschaft. ja auch gut bestellen jetzt. Geliefert wird ja noch, solange die Post noch arbeitet. Kommt zwar nicht mehr jeden Tag, habe ich den Eindruck, die Post, aber das reicht ja auch, wenn die alle 2 Tage nur kommt. Die haben ja auch Personalmangel gerade, dadurch, dass viele krank sind oder denken, sie könnten es haben und sind erstmal 2 Wochen daheim. Ja, die Reicht Post ja, ist wenn natürlich Post ein alle ganz, zwei ganz, Tage ganz kommt. weiterhin. Post ist ein weiteres Mittel, das man da unbedingt, dass das laufen muss, ja, also das Naja. ganz, ganz wichtig ist. Wobei man es reduzieren kann. Alle 2 Tage reicht oder alle 3. Ich meine, Ja, so eigentlich schon. Die dringend, haben ja schon. wenn man mit Fristenverlängerung einfach mal passend drauf reagiert. Ja, die Post hat sich ja schon überlegt, auch das war ja lange bevor das hier mit der Krise losging, dass die gesagt haben, wir möchten die Briefe zumindest montags nicht mehr ausliefern. Das Ist gibt's ja klar, in Zeiten schon. des Ja, E-Mail-Verkehrs ist das eigentlich gar nicht mehr so dramatisch. ja. Ja, eben. Kann man ja wunderbar ausweichen darauf. Und Fristsachen gehen ja immer noch auch per Fax ganz häufig. Das ist ja auch ohne Post so, dass viele Fristsachen auch oder rechtsgültige Dinge per Fax, das wissen auch viele gar nicht. Eine E-Mail ist nicht rechtsgültig, wenn meinetwegen eine Kündigung an Versicherung, was auch immer, ein Fax schon. Ist Vielleicht, weil zwar. du auf dem Fax irgendwie unterschreiben kannst oder was? Naja, das kannst du mit einer gescannten PDF auch. Nur kannst du mit einem Faxgerät nachweisen, ist wirklich verschickt worden. Im Zweifel auch über eine Telefonrechnung, ist ja ein Anruf so gesehen. Bei einer E-Mail kannst du es nicht nachweisen. Die kann ja auch verloren gehen unterwegs. Das sind also Außer auch man so nutzt Dinge, solche. so die E-Mail, ja. Für, Genau, wo so eine E-Mail abgesicherte mehr Dienste kostet dann wie ein Brief, entsprechend. bald, das ist aber auch nicht richtig, richtig durchdacht. Gut, die meisten, die sind so kulant und nutzen normal E-Mail. Hat Funktioniert ja sich doch nicht häufig. durchgesetzt, ja. Aber Fax ist da irgendwie noch immer so das Mittel der Wahl, wenn gar nicht, oder gerade auch Behördenkommunikation. Finanzamt. Ich musste jetzt was ans Finanzamt schicken. Eine Mail, ja, per Fax geschickt. Ja, irgendwie gab es hier Schwierigkeiten mit dem Fax. Können Sie mir das per E-Mail schicken? Denke ich mir, super. Ja? Das Ganze per Mail geschickt, dann kam eine automatische Antwort, die, wenn ich sie gedruckt hätte, bestimmt 2 Seiten lang gewesen wäre, mit Belehrung, warum Sie jetzt das zwar per E-Mail annehmen, Sie mir aber garantiert nicht per E-Mail, sondern per Post antworten würden. Aber gut, ist halt Deutschland. Ja, das ist ja erstmal egal. Solange es Wenn Sie angekommen es ist und die das annehmen. akzeptieren, ist ja alles gut. Genau. Naja, Wie die darauf reagieren, ist dann was anderes. ich hatte nämlich einen 2-Seiten-Fax und die Fritzbox, die ist ja so rückständig und erlaubt nur eine Seite als Anhang beim Fax zu schicken. So, dass ich es dann Oje. als 2 Faxe geschickt habe, also die zweite Seite extra hinterher und das haben sie irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Fräulein Meier, nehmen Sie ein Telegramm auf. Ja. Das ist ja. Kommen alles wieder, die Sachen. Oder Tja, passt schon. Rauchzeichen. Ich mach gleich einen Grill an und gib meinem Nachbarn ein paar Rauchzeichen, dass ich mir jetzt eine Wurst grille. Ja, und dann sagt der per Rauszeichen zurück, ich will aber auch einen haben. Ja, und dann schmeiße ich ein Bier über den Zaun. Hier, Prost. Einmal Luftpost. Genau, Luftpost. Ja. Ach ja. So. Ist ja ein kulinarischer Podcast, deswegen genieße ich jetzt einen Joghurt. Ein Joghurt. Ja. Wir sind ein Wein-Podcast, kein Joghurt-Podcast. Wo kommen wir denn da hin? Joghurt-Podcast. Die Stiftung Joghurt-Test. Joghurt. Was hast du Der für erste einen? Podcast, Oder der welches? erste Podcast, der die Verdauung anregt. Ja. Klopapier-Podcast. Der Podcast, der in der Marsch vorbeigeht. Ja, da kommen Sie ganz brauchen neue Ideen. auch ganz ohne Hamster. Was ich jetzt auch schon gesagt habe, wenn ich hier in Quarantäne komme, gibt es jeden Tag einen Podcast. Ach je. Könnten wir ja auch sagen, wenn wir beide, jeder von uns unabhängig voneinander Quarantäne hat, gibt es jeden Tag einen Laberstall. Und dann reden wir wirklich über belanglose Dinge. Ja, heute saß Ja, ich muss dann man ja wieder dann. Irgendwann ist da. der Inhalt ja weg, ja. Ja, irgendwann ist nichts mehr zu sagen. Ich Oh, habe ja heute wei. meine Pflanze gegossen. Das war so interessant, wie Ja. das Wasser eingesickert ist. Toll. Und ich habe die Katzen Dann habe ich die gefüttert. Katze gestreichelt. Genau, die hat mich gestreichelt, die hat geschnurrt. Das ist Wahnsinn. Super, wie die schnurren kann. Sowas Relevantes kommt dann. Oder ich nehme die Katze mit ans Mikrofon.
So, jetzt maunst du doch mal ein bisschen, schnurr doch mal was vor. Genau, so machen wir Kann ja das auch dann. beruhigend auf die Hörer wirken. Das ist nicht die schlechteste Idee. Ja, das stimmt. Das wäre eine Idee, der Katzenpodcast. Da gibt es dann einen Tag eine Folge über Schnurren. Also 10 Minuten Geschnurre Meditative oder in aufgenommen. Dauerschleife Ja, halt. ja. Meditativ. 6 Stunden Dauerschleife Katzenschnurren. Dann nächsten Tag Katze am Fressen, dann Katze am Jaulen. Also, wir Wobei mal. Katze am Fressen hört sich ja teilweise ein bisschen ekelhaft an, finde ich. Ich habe hier noch eine Aufnahme, die muss ich mal sauber schneiden, wie unsere Katzen noch Babys waren, wo die gefressen haben. Das klang lustig. Muss ich mal ein Mikrofon nebenhalten. Gibt ja auch Katzen, die sind so richtig gesprächig beim Fressen. Die machen dann so. Ja, Hört wir haben sie da ja die ganze Zeit rum zwei. beim Schmatzen. Der eine ist eh sehr Köstlich. gesprächig. Mit dem Kater bei uns kann ich mich unterhalten. Also, ich äff einfach dem seine Laute nach und dann kann man sich mit dem unterhalten. Der antwortet. Unnützes Wissen nebenbei. Katzen sind unter sich eigentlich ja sehr stumm. Also miteinander kommunizieren Katzen eher durch Mimik und so. Ja. Die denken einfach, dass wir Menschen sind ja zu blöd. Deswegen muss ich mit denen als Babylaute sprechen. Weil Katzen eigentlich nur als Babys, als Kätzchen entsprechend maunzen und danach normalerweise jetzt in freier Wildbahn nicht mehr. Da die Ja. Katzen aber erkennen irgendwie nach dem Motto, okay, der Mensch möchte jetzt mit mir kommunizieren, der ist aber nicht der Schlauste, dann muss ich mit dem mit maunzen. Das heißt, die machen das eigentlich nur, hat die Wissenschaft herausgefunden, um uns irgendwie aus ihrer Sicht entgegenzukommen. Nach dem Motto, der ist ja so doof, dem muss ich das durch Maunzen erklären. Würde ich mal spontan sagen, stimmt, wir haben ja zwei Katzen untereinander und da habe ich noch nicht gehört, dass sie sich mal unterhalten haben. Nee, das funktioniert eigentlich nonverbal, wenn man Ja. das mal so Ja, ja, katzenmäßig doch, sagen kann. das würde ich sagen, ja. Die Beobachtung habe ich mit unseren beiden. Joghurt alle? So, du wolltest wissen, was ich gegessen habe? Genau, das war jetzt ein ganz normaler Vanillejoghurt. Vanille, aha. Und hat noch mehr Hunger gemacht. Ja, ne, ist ja auch zu viel Zucker drin. Ist Naturjoghurt. Ich unterstütze später meine lokale Gastwirtschaft und bestelle mir eine schöne Pizza. Richtig, mach das. Wir haben die Tage erst bestellt. Kann man ja auch nicht jeden Tag machen. Ist ja auch teuer. Ja, man kann ja Aber auch Aufbackpizza, die aber. haben mir aber sogar auch Bier geliefert, was sie selber brauen. War dann auch ganz praktisch. Also das ist so ein Gasthaus, was auch nebenbei Bier braut. Also für sich quasi, man kann das da auch kaufen. Haben die mir auch Das erste geliefert. Bier, was gebacken wird und nicht gebraut. Gebacken. Dann ein. Die Bierbäckerei. Pass auf, dann haben die sogar im Herbst auch den Backbieranstich. Oh. So, ich trinke jetzt noch einen Schluck Wein. Eieieiei. Ja, ich auch. Zwang. Ah, der ist gut. Aber ich glaube, ich habe nicht mehr von dem. Das waren nur zwei Flaschen. Genieße sie Also ich noch. weiß nicht, ob das daran liegt, dass der Korken ein bisschen reingefallen ist, also so ein bisschen zu Schwebteile, aber es schmeckt ein bisschen korkig. Aber nur so ganz, ganz leicht. Der ist Ja. nicht komplett verkorkst. Also hier mein Korken, der ist doch noch gut erhalten. Vielleicht hat meine Flasche da mehr Glück gehabt. Aber das sieht man ja vorher nicht. Da war ja noch so ein Plastikding sie drüber. Ja, manchmal schmeckt der Wein ja, wenn er verkorkt ist, dann schmeckt er ja wirklich komplett wie, als wenn der aus Korken Ja. destilliert wurde oder gemacht wurde. Das ist bei mir so eine ganz leichte Note, das ist noch, kann man noch Ja. komplett Ja, dann hat ignorieren, das deiner ist noch wahrscheinlich harmlos. was Leichtes abbekommen. Meine hatte Glück. Also der ist wirklich 1A. Der Korken ging super raus. Es schwebt nichts drin, auch Ja. im unteren Bereich der Flasche nicht. Ja. Noch ein Schlückchen. Tja. Ist echt lecker. Ja, ich gehe jetzt raus und setze mich in die Sonne damit. Schöne ist, ich habe ja Okay. ein eigenes Grundstück und da kann mir auch keiner verbieten, da nicht zu sitzen. Das ist korrekt. Ja, da habe ich mir jetzt noch ein Da bisschen kannst du ja dann auch Garten. so ein Schild hinstellen, Quarantänezone betreten verboten oder so. Ich habe noch überlegt, ob ich einen Zettel an den Zaun hänge. Wer das liest, ist doof. Der braucht ein bisschen. Toll. Ja, wenn du draußen Ja. rumläufst, ne? Was machst du eigentlich noch hier? Verschwinde. Genau, wer das liest, ist doof. Wie der ganz, also der Witz, der ja in Zeiten von Internet nochmal ganz neu funktioniert hat, geht da wieder in einer ganz anderen Form. Tja. Würde ich sagen, sind wir durch für heute oder hast du noch Themen?
Ja, Themen hatten wir ja nie richtig ordentlich, ne? Nö. Wenn man nur lang genug wartet, fällt einem vielleicht noch was ein, aber man muss Ja, es dann ja nicht trinken wir jetzt nochmal erzwingen, einen Schluck, ne? vielleicht kommt ja noch was. Ja, Fazit, in der Kürze liegt die Würze. Lieber mal mehr Ausgaben machen und dann Ja. einfach die mit ein bisschen Inhalt füllen, als viel gelabert im Laberstall, was ihr hier hört, anstatt einfach sinnlosen Kram. Aber wie gesagt, dieser Laberstall nochmal zusammenfassend erhebt keinen Anspruch auf redaktionell wertvollen Inhalt, Nö, sondern das ist aber das das, war was auch in uns Ordnung spontan. so. Es hat auch keiner von uns einen Zettel da liegen. Wie gesagt, der Spruch mit dem Klopapier, einer niest und 50 scheißen sich ein. Das war, dass ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, was ich hier erwähnen wollte. Aber ansonsten ist das jetzt eher planlos, die Sendung. Ja, nö, irgendwie. Aber das ist in Ordnung, das ist ein Laber-Podcast. Und der kommt dann raus, wenn er wieder rauskommt. Also ohne jetzt, vielleicht jetzt zu Corona ein bisschen häufiger, aber danach kannst du gerne. Also die letzte Ausgabe, die ist vom Dezember. Und jetzt ist März, ja. Ein bisschen häufiger können wir das, denke ich, schon noch. Aber ist doch in Ordnung. Dann hat man sich immerhin noch genug zu sagen. Ja, das ist auch die Spannung immer da nach dem Motto, wann labern die beiden Jungs wieder irrelevanten Kram? Ich bin so gespannt drauf. Demnächst, wenn wir Keiner den weiß es. neueren Laberstall da haben, Mystery. ja, dann machen wir auf jeden Fall wieder eine Sendung, wenn der Laberstall da ist. Haben wir aber erst bestellt, also. Also, produziert weiter Wein. Wenn hier keiner Wein produziert, dann produzieren wir auch keine Sendung. So, Richtig. fertig. Ja. So machen wir das. So, nochmal ein Schlückchen Vielleicht zum machen wir Ende. eines Tages mal eine Weinlesesendung, wo wir quasi direkt im Feld, also beziehungsweise Im in der Rebe Weinberg, stehen jo, können wir machen. und sagen, jetzt hier um rund herum wird gerade der Wein gelesen, wobei ja meistens sind ja die Lesemaschinen, die sind ja doch sehr laut, wäre kontraproduktiv, Ja, oder die Erntehelfer aber verstehen uns so gar nicht. generell. Aber vielleicht hört ja hier auch ein Winzer zu, der sagt, ja, ihr könnt gern vorbeikommen und mal bei der Weinlese dabei sein. Ist ja noch ein bisschen hin, von daher können wir gern mal machen. Tja, mal gucken, was sich da so ergibt. Ah, ein bisschen fruchtig ist er sogar noch. Ja, Matze. Dann Ja, Gregor. sage ich nochmal Prost zum Ende, oder? Wie hört man hier auf? Jawohl, ich hol mein Glas und wir stoßen Wir virtuell stoßen nochmal an. an, ich hau nochmal gegen die Flasche. Ach. Ah ja. Lecker. Dann bis zum nächsten Mal. Dann auch mit frischem.